Willkommen in der Stimme des Himmels. Willkommen in unserem Handbuch für Lehrer. Wir sind bei der 16. Frage, nämlich wie sollten die Lehrer Gottes, wie sollte der Lehrer Gottes seinen Tag verbringen? Und natürlich, das ist eine, eine Frage und auch so vielfältige Antwort. Seit es Zeit gibt, seit Anbeginn der Zeit. Und wie du weißt, jede Tradition, jegliche spirituelle Richtung, jede Religion hat ihre irgendwie eben vollkommen eigenartigen und privaten Vorschriften. Und andererseits finden wir aber auch gemeinsame Richtlinien darin. Und zwar, was gemeinsam mit all diesen Vorstellungen, wie Lehrer Gottes, wie du als der Erlöser der Welt, wie du als ein Heiler, wie du als ein Meister den Tag verbringen sollst, ist die einzige Gemeinsamkeit, ist der Kontakt mit Gott, nicht wahr? Die einzige Gemeinsamkeit ist der Moment der Stille, in der Erkenntnis der Gegenwart, der Präsenz Gottes. Und alles andere wird eigentlich in der individuellen Natur wie Transformation in unserem Geist abläuft, gegeben, gezeigt, geführt. Und niemand braucht sich wirklich große Vorstellungen oder irgendwelche Ängste darüber haben, dass er etwas falsch macht. Wir können nicht wirklich etwas falsch machen. Und indem ich das hier auch sage und eine vollkommene Befreiung von Doktrin, von doktrinären Denken hier anbiete, wird trotzdem, und das ist auch Jesus in seinem Kurs in Wundern, eine gewisse Disziplin vorgegeben, Disziplin im Sinne einer Form, der gefolgt werden kann, um hier Zeit einzusparen. Weil das ist, worum es geht. Es ist ja ein Kurs in Wundern und damit geht es um Zeitersparnis. Aber Disziplin kann natürlich falsch verstanden werden und kann zu einer Blockade im Geist führen, zu einem Hindernis. Das wollen wir natürlich nicht. Sondern Disziplin im Sinne von Bereitwilligkeit, vollkommener Bereitwilligkeit und im Verständnis von Dringlichkeit. Nämlich die Dringlichkeit zu erwachen, die Dringlichkeit, den Erfolg im Geisteswandel, gerade hier und jetzt, in unserem uns beziehen miteinander, in unserer Beziehung mit unserer Welt, zu sehen, dass wir absolut fähig sind, alles und jeden anders zu sehen, nämlich im Licht Gottes zu sehen, im Licht unseres Geistes, indem wir nicht die Unterschiede, das, was die Trennung ausmacht, das, was aus der Angst kommt und das Ego-Denksystem demonstriert, zu sehen, sondern das zu sehen, was uns verbindet, was uns immer verbunden hat, was immer in Verbindung bleiben wird. Und da sind wir wieder bei den Ausdrucksweisen Licht, Liebe, Frieden, Glückseligkeit, Gedanke Gottes selbst, die Erfahrung des Einsseins. Und das ist mein Willkommen heißen hier in dieser Zeit, in der ich mit dir unter diesen klaren Worten, mit diesen klaren Worten von Jesus Christus als Antwort auf die Frage, wie sollte der Lehrer Gottes seinen Tag verbringen, die 16. Frage in diesem Handbuch der Lehrer, dieses dritte Buch in einem Kurs in Wundern. Und wir machen hier nur ganz kurz eine Pause und ja, bitte, wenn du
Zeit hast für dieses Teilen, dann bleib dabei und tune dich hin auf Spreaker, hier in der Stimme des Himmels mit dem Handbuch der Lehrer. Du bist herzlich, herzlich willkommen. Schön, dich zu treffen, zu was auch immer für einer Zeit. Es ist immer die richtige Zeit, auch wenn du es gerade erst runterlädst aus der Bibliothek. Alles wunderbar und perfekt. Es geht darum, dass wir Ideen wertschätzen und uns über Ideen Gedanken machen, nicht wahr?